Hi, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich will heute für Commander Shepard einen einfachen Sieg einfahren, um den Glauben der Crew an den Sieg wieder zu erwecken, ja? Und dazu werden wir diese N7-Mission hier machen und etwas von Cerberus zurückerobern, ja? Es ist so, als wüsste das Spiel genau, was wir jetzt brauchen. Und da fliegen wir jetzt hin und danach haben wir hoffentlich die genügenden moralischen und psychologischen Grundlagen, um Cerberus auf Horizon in den Hintern zu treten. So, wo muss ich hinfliegen? Wo ist die Mission? Das ist die Prioritätsmission, richtig? Richtig. Ich dachte, die wäre markiert hier dann irgendwo. Komm, sag nicht, dass das auch hier ist. Das wäre arg komisch. Ah, nee, da. Im Kepler-Randsektor, das Kommunikationszentrum. Warum es nicht markiert ist, will ich gar nicht drüber spekulieren. Ich hoffe, das ist eine ganz normale Multiplayer-Mission. Ja, weil wenn nicht, dann... Nun ja. Keine Ahnung, was dann eigentlich. Dann ist es halt so. Kann man auch nichts dran ändern dann. So, Newton. Eine dicht besiedelte Welt. Und wir landen direkt. Ja, natürlich landen wir direkt. Commander Shepard liest keine Klappentexte mehr. So, Liara könnte ich mitnehmen, obwohl sie Zeit braucht. Das heißt, wir werden ihr die Zeit auch geben. Und Jarvik ist auch wichtig, weil Liara spricht ja gerne Jarvik an und... Ja, die lassen wir also beide auf dem Schiff. Ich könnte Tali mitnehmen. Garrus könnte auch Ablenkung gebrauchen, nachdem was er dem Oberkommando geraten hat. Also nehmen wir Garrus mit. Und wenn ich Garrus mitnehme... Ja, aber Garrus und James hatte ich schon auf der letzten Multiplayer-Mission zusammen, wo beide ein super Kombo sind. Also die haben mir gefallen zusammen. Wirklich, ja. Ja, nehmen wir Tali mit. Was soll's. Tali kann auch Ablenkung gebrauchen. Jeder hier kann Ablenkung gebrauchen. Und ich bin wunderhübsch gelb. Ja. Schnell weiterklicken. Das ist die Crusader, die völlig abgegradete. Also benutzen wir die vielleicht. Ha! Hat gut funktioniert. Das ist die Madhawk, die wechseln wir durch die abgegradete Impuls blablabla, bla bla, durch das Gewehr hier halt aus. Blablabla. Bla bla. Drück dich aus, Let's Player. Ja, damit wir dich verstehen können. Aber nein. Anscheinend habe ich daran kein Interesse. So, das sieht gut aus. Nee, ist egal. Ist egal, du nimmst sowieso die Javelin. Die meiste Zeit. Dann verteilen wir hier erstmal... ich habe eine ganze Menge Punkte schon verteilt. Ich glaube, Level 60 ist das Maximum. Und ich werde es wahrscheinlich nicht erreichen. Ich benutze Ziehen fast gar nicht. Aber wir könnten es natürlich skillen, weil ansonsten habe ich höchstens Werfen, was ich skillen könnte. Also wir skillen Ziehen weiter, ne? Und zwar erhöhen wir jetzt... Ich weiß überhaupt nicht, was das hier... Was mir da mehr gefällt. Ich benutze es ja meistens nur, um den Cerberus-Soldaten ihre Schilde wegzuziehen. So. Das macht keinen Sinn. Das macht mehr Sinn. So, Tali, du hast 9 Punkte. Da kann man die Kampfdrohne upgraden. Und zwar... Gewaltige Explosion oder mehr Schilde. Gewaltige Explosion! Ich bin ein Fan von gewaltigen Explosionen. So, betäubt kurzfristig die Feinde oder mehr Schaden. Ja, wir betäuben kurzfristig die Feinde, warum nicht? Betäuben ist immer cool. Ich mag Betäubung. Dann kann ich den Gegnern einfacher... Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In
In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Und es zu zerstören steht wohl außer Frage, weil wir die Infrastruktur brauchen. Ja, okay. Damit haben wir unsere Aufgabe und es ist wunderhübsch hier. Ja, wunderhübsch. Oh yeah. Sie haben mich erfasst. Fliege außer Reichweite. Hallo, Centurio. Her mit deinen Schilden. Wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie versuchen die Kontrolle über 3 kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt. Ja, ich bleibe einfach hier stehen. Dass Sie als erstes knacken werden. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. Okay. Her mit deinen Schilden, Mr. Techniker. Und her mit deinem Kopf. Okay, das war peinlich. Na komm. Ah, diese 3 Schuss. Manchmal treffe ich einfach nicht. Manchmal treffe ich einfach... Oh, hallo. Da ist das Cerberus-Hacker-Gerät. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hinrennen. Es kann ja nicht so schlimm werden. Da oben ist, glaube ich, Munition hier in der Ecke. Ja, richtig. Wunderbar. Können wir mal ein paar aufheben und dann gehen wir zum Cerberus-Hackgerät. Wo ist das nochmal? Ich habe es aus den Augen verloren. Ach, hier. Okay. Na dann. Deaktivieren wir das Cerberus-Hackgerät. Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ich? Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt. Also vielleicht muss ich mich wirklich beeilen, damit die Frau überlebt. Weil das will ich, ja? Ich will ja keinen halben Sieg, ich will einen ganzen Sieg. Habe ich das deaktiviert? Anscheinend nicht. Okay, ich bleib mal stehen und mache nichts. Ich muss die Leute töten vorher. Na komm, jetzt deaktivier's auch endlich. Meine Güte. Warum machen wir das so kompliziert? Was habt ihr eigentlich für Waffen? Scharfschützengewehr und Pistole, richtig? Das ist okay. Miss Sato, komm. Miss Sato, sind Sie da? Sie hat Angst, die finden Sie, wenn sie antwortet. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Jetzt mal ernsthaft. Warum hat die uns nicht gleich die 3 Koordinaten geschickt? Gibt's dafür eine Erklärung, die nicht an den Haaren herbeigezogen ist? Ich kann dich da oben sehen. Nein, nicht wirklich sehen. Ah, okay. Das ist halt fies hier. Aha. Okay, wir blockieren einfach den Weg hier. Ja, von da müssen sie ja dann kommen. Wir gehen hier rum. Und positionieren uns hier. Und machen den Gang von hier kalt. Okay. Ich bin der Meinung, wir hätten tot sein müssen. Aber das kann man ja noch in Ordnung bringen. Sie
Ich bin hier. Commander Shepard, der Einzige. Oh, falscher Knopf. Sorry. Laden wir besser mal nach. Ich habe nur 3 Schuss. Okay. Keine Ahnung, warum der Kopf gerade explodiert ist. Da habe ich nicht mehr hingezielt. So, ist der letzte noch hier? Okay. Da geht dein Kopf dahin. Ja, nett, dich gekannt zu haben. Warte mal, kann ich von hier das Ding deaktivieren? Weil dann machen wir das jetzt einfach. Ja, ich kann. Oder? Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gib ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Misato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Wo ist Misato? Okay, ich dachte, wir müssen jetzt hier noch gegen eine letzte Welle kämpfen, die, uns angreift. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Misato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut, wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett Ende. Oh, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die Mission, die war sehr kurz. Also, ich sag's ja nur, also die war sehr, sehr kurz. Ich hatte mich mit, naja, nach der letzten Mission mit Captain Riley hatte ich doch mit mehr gerechnet. Mit deutlich mehr. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben die gesamte militärische Stärke von 6322. Und die effektive ist nur die Hälfte. Aber immer noch ein sehr großer, langer Balken. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das hier alles irgendwann mal angucken werde. Weil das ist ja schon eine ganze Menge Holz, was wir hier alles gefunden haben. Und manchmal habe ich auch nur Planeten gescannt und dann stand da plötzlich, stand da plötzlich so Sachen wie Schlachtschiff. Nicht das hier. Das Schlachtschiff weiß ich, wo es herkommt. Aber hier sowas. Asari-Kreuzer Nephrain zum Beispiel. Keine Ahnung, wie wir den bekommen haben. Schauen wir uns die Geth an. Ja, denn wir haben einen Geth-Core bekommen. Das ist wahrscheinlich... Ah ja. Der Rat schickt zögernd seltene Materialien zur Aufrüstung von Bodeneinheiten an die Geth. Nach meinem Interview. Das ist wunderschön. Also diese Interviews und wie ich antworte, hat eine Auswirkung auf meine Kriegsaktivposten. In dem Sinn, dass die Geth zum Beispiel durch meine Unterstützung mehr Ressourcen bekommen. Cool. Also ja, das lohnt sich tatsächlich, da vielleicht mal reinzugucken. Wegen Hintergrundinformationen. Kann man sehen, was man für einen Einfluss auf die Galaxie hatte. Nur wegen kleinen Kram. Naja, egal. Wir gehen erstmal da wieder weg und gucken, wie es meiner Crew geht. Tech-Labor. Ja, wo ist das Tech-Labor nochmal? Hallo, Privates. Ich weiß nicht, warum dieses Feld da eingebaut wurde und warum man da nur so langsam durchlaufen kann. Ich denke jedes Mal... Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Na, das ist okay, da habe ich mit gerechnet. Vielleicht hat mir der gute Kai Leng ja nochmal eine schnippische Nachricht geschrieben. Der scheint sowas ja gerne zu haben. Mache Meldung, Lee Riley, also Captain Riley. Commander, mein Trupp verteidigt weiterhin den Treibstoffreaktor auf Scion. Die Reaper wollen ihn lahmlegen, aber nicht in meiner Wache. Wir werden die Stellung halten. Oh ja, das werden wir. Wie gefällt euch eigentlich die gelbe Rüstung? Ich habe jetzt kaum darauf geachtet, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ja? Ich will knallige Farben. Ich versuche mal... Ich werde weiterhin versuchen, irgendwelche Kombis zu finden, die mir gefallen. Vielleicht irgendwas Grün-Blaues mal? Oder was Blau-Weißes? Oder was Grün-Weißes? Joker, Sie wollten doch Neuigkeiten über diese Menschenkolonie erfahren. Tiptree? Hey, Liara. Darum brauchen Sie sich jetzt aber nicht zu kümmern. Jetzt oder irgendwann anders, ist doch ganz egal.
Ich empfange Berichte, dass Flüchtlingsschiffe von Tiptree auf Kolonien der Salarianer gelandet sind. Keine Namenslisten, tut mir leid. Es waren hauptsächlich Kinder. Also Gunny, Hillary, meine Schwester. Gunny ist ein Spitzname, den hat sie schon seit... Sie ist erst 15. Wenn es also Kinder sind, dann habe ich vielleicht nur meinen Vater verloren. Ich bin ein Arschloch auf sowas zu hoffen. Die Hoffnung sollten Sie als letztes aufgeben, Jeff. Ganz egal welche. Oh. Danke. Sie auch. Das finde ich sehr gut. Ja, wir haben erst letztes Mal erfahren, dass Joker Verwandtschaft hat, die von den Reapern angegriffen wurde. Und das wird jetzt so aufgegriffen. Schön. Commander? Notstromeinheiten aktuell auf 82,04% ihrer Kapazität. Das sollte korrigiert werden. Ja, ich erledige das, bevor wir wieder in eine Atmosphäre eindringen. Ich starte das Diagnoseprogramm. Edi, wir haben 5 davon. Laut Diagnoseprogramm haben wir jetzt 4. Okay. Keine Ahnung, was ihr da redet. Hallo, Shepard. Ich mag das auch. Also ja, mein Commander Shepard hat keine Ahnung von Technik. Das ist super entspannend. Ja, super entspannt. Ich versuche gar nicht zu verstehen, was die sagen. Hallo, Trainer. Kein Kommentar. Nein, hier bin ich. Ich bin gerade mit dem Fahrstuhl wieder hergefahren. Commander Shepard hat offiziell jetzt einen Hirnschaden. So, dann schauen wir uns einfach nochmal alle Leute an. Ja, wir gehen jetzt einfach nochmal durch die Crewdecks, gucken bei Ashley vorbei, gucken bei Liara vorbei. Vielleicht bei Garrus. Mal sehen. Hallo, du stehst immerhin woanders. Das lässt mich hoffen. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Aber die Hoffnung ist vergebens. Diese Mission war wirklich ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Ja? Weil ich will die Hauptmission jetzt noch nicht anfangen. Also das kommt dann vielleicht nächstes Mal. Danke fürs Vorbeikommen. Ja, ich schaue doch immer gerne. Danke fürs Vorbeikommen. Über deine Schulter. Mach's gut, Cliff. Okay. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich neugierig. Es gab eine neue Sache zwischen Liara und Joker und Liara und Joker und Edi haben einen Dialog gehabt. Vielleicht habt ihr ja auch noch Dialoge. Wie geht's? Wie geht's? Es geht so. Aber immerhin, ihr habt neue Sachen, die ihr mir sagt, wenn ihr nicht mit mir reden wollt. Vorher war das immer noch so, vielleicht später. Oder später vielleicht, was auch immer er gesagt hat. Jetzt fragt er mich, wie es mir geht. Die Person, bei der ich noch Hoffnung auf einen neuen Dialog habe, ist Tali. Weil Tali stand ja vor der Tafel der Gefallenen vorhin. Okay, härteste Mission. Horizon. Das ist unfair. Da war ich noch nicht dabei. Okay, dann der tote Reaper. Wirklich? Da sind doch nur Husks auf uns zugerannt. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ich ein Präzisionsgewehr benutze? Sie finden es gut, auf kurze Distanz zu kämpfen. Und Sie ziehen es vor, alles und jeden auf Distanz zu halten. Völlig richtig. Moment, was? Gruseligstes Ding, das wir bekämpft haben. Der Torianer. Aber Moment, was haben Sie gemeint? Ich habe gar nichts gemeint. Ich bin für die Rachni. Die Königin? Aber die haben wir doch gar nicht bekämpft. Beide Male nicht. Nein, ich meine die Kleinen. Sie sehen aus wie Spinnen und krabbeln direkt auf einen zu. Ich dachte, Sie mögen es, wenn alles auf Tuchfühlung mit Ihnen geht. Das kommt ganz darauf an, um wen es sich handelt. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Entdecken meine Sensoren hier Fraternisierung unter meinen Crewmitgliedern? Hä? Findest du Garrus sexy? Hey! Naja, wahrscheinlich bist du hinter deiner Lidascheibe ganz rot angelaufen. Alles in Ordnung, Commander. Commander? Technikerin? Commander? Immerhin, ja. Garrus und Tali hey. Flirten miteinander übers Intercom. Wie hübsch, wie hübsch, wie hübsch. Gut, gehen wir bei Jarvik vorbei. Wie können Sie mit nur 2 Augen überhaupt sehen? Die Evolution hat in diesem Zyklus seltsame Wege beschritten. Ja, du bist ein Charakter, ne? Ihr Pilot Joker besteht darauf, dass ich mich Proti der Proteaner nenne. Ich wiederum bestehe darauf,
ihn dafür aus der Luftschleuse werfen zu dürfen. Sagen wir Deal? Commander. Proti, der Proteane. Das klingt wie ein Comic, ja? Gibt's so ein Comic? Naja, nee, ich glaub nicht. So einen dämlichen Titel würde niemand seinem Comic geben. Proti, der Proteane. Mit der Ellers rede ich erstmal nicht, nein. Vielleicht haben meine beiden Lieblings-Hispanics was zu sagen. Ich habe gerade von Miss Sato gehört. Sie ist sicher in der Forschungsanlage der Allianz eingetroffen. Und wie ich höre, hat Esteban bei einer Jungfrau in Nöten den Helden spielen können. Sie kennen doch mich und meine Jungfrauen, Mr. Vega. In der Tat. Ich würde eigentlich, am liebsten würde ich einfach gehen jetzt. Ist alles okay, Shepard? Sir? Es geht. Schau mal hier nochmal. Achso, hier muss ich die Shops einzeln aufmachen. Nee. Keine Lust, mich da durchzuklicken. Hey. Yep. Mir geht's genauso. Ich fühle mit dir. So. Dann sind wir eigentlich fertig für heute. Ja. Eine etwas kürzere Folge, aber hey, was soll's. Wir haben ja auch eine Menge lange Folgen. Und wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Mission, richtig? Wir haben die wir haben mehrere Missionen. Interessant. Habe ich diese Cerberus-Verschlüsselung vielleicht schon bekommen? Oder habe ich die vielleicht gerade auf der letzten Mission übersehen? Keine Ahnung. Also wir haben Citadel Landurlaub und wir haben Priorität Horizon. Und ich muss ja irgendwann den Landurlaub machen. Meinungen? Egal. Bis zum nächsten Mal.